Es ist Dienstag, der 19.04.2022. Das heißt, morgen startet die 51. Ausgabe von Sehsüchte. Ich habe gepackt. Ich weiß, das sieht aus, als ob ich irgendwie auf eine Reise gehen würde oder so. Das gesamte Sehsüchte-Team zieht für den Festivalzeitraum für die nächsten 6 Nächte nach Potsdam. In ein Hotel, dass wir alle nah an der Uni sind und halt nicht immer rein und rausfahren müssen. Ich treffe mich mit Luca, dann treffen wir uns mit Elisa, dann treffen wir uns mit Sinje, dann fahren wir zur Uni und dann beginnt eigentlich, theoretisch, die Festivalwoche. Ey, Color Match mit dem Boxsack. Es gibt auch diesen TikTok-Dance. Ja, los! Ich glaube, ich habe ein bisschen viel. Klamotten, du hast viel? Ja, okay, doch, was schwerer. Boah, voll nett, dass du mein Gepäck einhast. Ich bin so hyped. Wird's krass? Es wird wirklich krass. Es wird wirklich krass. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, ein Video die ganzen Tage zu machen. Ich habe es schon ein paar Freunden von mir versprochen, dass ein Vlog von dir kommt. Also du hast keine andere Möglichkeit. Elisa, bist du hyped? Ich bin sowas von hyped. Ist das dein Skateboard? Ja. Can you do a kickflip? Nee. Das Sehsüchte-Festival startet morgen in die 51. Und auch in diesem Jahr werden dort wieder mutige, junge Kurz- und Langfilme gezeigt. Allgemeine Themen, wo irgendwie, glaube ich, auch alle ganz gut anknüpfen können. Mhm. Es geht ja auch oft bei einem Festival darum, Filme zu sehen, die man erstens eben so gar nicht im Kino sehen kann. Oh mein Gott, I love it so much. Ja. Vielleicht nur, um es klarzustellen, heute ist gar nicht Beginn des Festivals. Heute ist immer noch Aufbau und letzte Organisation und bla bla bla. Aber das ganze Team ist heute hier. Und es ist trotzdem quasi irgendwie schon Sehsüchte Tag 1, würde ich sagen. Hello, hello. Ich habe ein paar Zimtschnecken gemacht. Zum einen für das Team, aber zum anderen auch, weil Leon heute Geburtstag hat. Und ich dachte, man braucht an seinem Geburtstag einfach Zimtschnecken. Ich habe nur absolut keinen Plan, wo alle sind. Alle sind im ganzen Haus verteilt. Und geh mal da rein. Okay. Oh mein Gott, du hast Zimtschnecken gebacken. Zimtschnecken. Really? Theoretisch sind alle für dich. Aber ich dachte, das Team wird sich auch freuen, wenn du ihm vielleicht eine abgibst oder so. Ja. Es gibt ein oder zwei Flaschen Wein. Mann! Ich hab's ja nicht kaputt gemacht. Das ist heile. Guck doch, mach einfach weiter, dann kann keiner. Wir wissen ja nicht, wer es war. So arbeitet sie es am besten. Wir gehen jetzt mal Luca besuchen, beziehungsweise Jury-Gäste und zwar einen Flyer. Marketingbüro ist nicht so cool. Ja, die Aussicht ist leicht, leicht besser. Nee. Ich weiß nicht, ist das jetzt gerade, wenn es nicht genau gerade ist, peinlich, ne? Das ist schon ein bisschen peinlich, oder? So? Hier? Sieht das gut aus? Also. Was ist los? Hast du zu viele Autos oder ich was? Hab zu viele Autos. Gib mir einfach den Lambo, ist okay. Aus Bonn, da sind die alle verbockt. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Wir sind drin. Im Atrium. Okay, warte, dann bin ich gleich da. Bist du zufrieden mit der Szene? Sehr. Kommt alles zusammen? Es ist sehr, aber es ist noch nicht fertig.
Das ist noch nicht fertig. Nee. Ist heute Abend final? Heute Abend ist final. Heute Abend ist alles fertig. Fuck. Till, wie krass wird eigentlich die Party am Samstag? Geisteskrank. Geisteskrank. Es ist ja nicht so, dass diese Uni schon unglaublich schön ist, aber mit dieser Szene dazu und dem Team Spirit. Was wird euer persönliches Highlight? Was glaubt ihr? Ja. Die Tage. Die Tage? Schlaf. Schlaf ist schon mal ein guter Start. Ja, die Bar würde ich behaupten. Nices Hotel. Kann man durchaus machen. Ich bin irgendwie jetzt schon ganz schön fertig und es hat noch nicht mal richtig angefangen. Ich habe mich kurz umgezogen, frische Sachen angezogen. Vielleicht werde ich die große Kamera nicht nochmal mit in die Uni nehmen. Ja, mal gucken. Den Abend ausklingen lassen. Morgen geht's ja erst richtig los. Dann. Ja. Was für ein Opfer ist eigentlich mein Zimmerpart? Fokussiere auf den Test, nicht auf mich. Egal. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Transition jetzt machen soll. Es ist halt schon Mittwoch jetzt und ich habe vergessen, gestern so. Oder habe ich das Ende des Tages gefilmt? Auf jeden Fall ist es Mittwoch. Heute geht's los. Und zwar in 6 Stunden. In 6 Stunden. Holy shit. Und alle springen im Dreieck. Alle sind deep und alle arbeiten super. Ich bin mal gespannt, wie da du dran kommst. Hi. Da ist die Video-Foto-Gang. Ich würde gleich mal die Szene auschecken. Ich weiß nicht, wie weit der Szene-Progress jetzt mittlerweile ist, aber. Kommst du auch mit nach vorne? Sehnsüchte is my life. Ja. Live oder Love? Oder beides? Hashtag Live Life Love Sehsüchte. That's the spirit. Vorbildlich. Vorbildlich. Ich wünschte, jemand würde so meine Küche putzen. Die passt so schön zum Tape einfach. Ja, oder? Der 360 Grad Exhibition Space. Hier gucken sich die Leute 360 Grad Film an. Anna, du hast jetzt die Gelegenheit, dich zu verewigen im Aftermovie. Nee, frag mich nur mal zu einem späteren Zeitpunkt. Einen späteren Zeitpunkt mit mehr. Mehr Energie, das nennen wir es. Energie. Alter Leute, ich hatte gerade einfach zum ersten Mal in meinem Leben 360-Grad-Brille auf. Das war so crazy. Also ich habe einen der Filme gesehen, die in der 360-Grad-Film-Sektion gezeigt werden. Und die sind... Wow. Later. Alright, ich bin im Hotel. Ich habe meine Uhr am anderen Arm. 18.25 Uhr. Das heißt, in 35 Minuten ist die Eröffnung von Sehsüchte. Let's see what I will film. Let's see what will happen. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten. Stress. Let's go. Oh nein! Oh Mann, Christian. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Das ist ein guter Start für Tag 2. Ja, ich geh zum 30 Grad. Nach vorne, Leute, du musst anfangen zu rappen. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make me wanna drink. Eigentlich ist heute theoretisch der erste Tag, an dem so richtig Programm läuft, weil gestern war ja nur die Eröffnung. Und da lief ja eigentlich nur ein Filmblock. Aber irgendwie fühlt es sich auch schon an wie Tag 3, weil wir schon am 19. hier waren und aufgebaut haben. Deswegen ist es ein ganz komisches Gefühl, weil irgendwie ist es Tag 2 Sehsüchte, Tag 1 richtig Programm läuft, aber Tag 3 wir sind am Start und machen halt Zeug. Selbst wenn man jetzt heute schon Filme gesehen hat, also ich habe vorhin schon das Future Department gesehen, die ersten Filme. Also die waren schon cool, aber das waren 6 Minuten insgesamt für 2 Kurzfilme. Okay. Also selbst dann habe ich gerade irgendwie noch nicht so das Filmfestival-Feeling. Na, ich glaube, das richtige Festival-Feeling ist immer abends dann. Es macht einfach absolut Spaß, die ganze Zeit hier rumzulaufen, weil einfach alles so nice aussieht. Ich meine, come on. Ideal. Perfekt. Ja, alles gut. Willst du was essen? Ich hole mir jetzt eine Pizza mit Frederico. Nee, ich war gerade schon Mittagessen. Gleich beginnt meine Schicht, deswegen. Deine Schicht. Man sieht sich so selten irgendwie. Ich bin die ganze Zeit am Rumrennen auch. Ich bin halt vormittags immer im Büro und dann ab 15 Uhr immer am Counter. Ja, ich renne die ganze Zeit rum und nerv Leute, indem ich Bilder von mir mache. Eigentlich sollte ich jetzt... Zu mir kommen Menschen und nerven. Ich gehe zu Menschen und nerven sie aktiv. Sorry, aber Marketingbüro ist einfach absolut depressing. Wieso? Weil das einfach so ein Kackraum ist. Ich könnte wirklich den ganzen Tag einfach im Atom schön. Ja, oder? Lieb's auch. Ich meine, jetzt nicht so happy in so einem Sinne von. Oh, hey. Wo ist meine Badge? Are you a filmmaker or a supporter? I am Leonardo DiCaprio. Can't you tell? Ist in die Richtung? 3, 2, 1. Philipp, was ist deine Mission? Meine Mission ist jetzt Detox Masculinity. Deine private Mission? Die ganze Filmindustrie zu detoxen. Kriegst du das hin? Können wir auf dich vertrauen? Ich gebe mein Bestes. Ja, das wollte ich hören. Okay, während der Zeitreffer gerade lief, habe ich mir noch einen 360-Grad-Film angeguckt. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wie ich dieses Video zusammensetzen soll, kann und werde. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig gefilmt. Heute ist Donnerstag, oder? Ich habe mittlerweile den Versuch aufgegeben, Videos täglich zu schneiden, weil ich es einfach nicht hinkriege, mich irgendwann hinzusetzen und Videos zu machen. Gestern Abend waren wir, glaube ich, bis 0 oder kurz nach 1 in der Uni und dann noch rumsitzen und ich komme einfach nicht dazu zu schneiden, deswegen wird das wahrscheinlich so ein komplett zusammengewürfeltes, mehrtagiges Video. Oh, ich sehe einen Workshop. Wie wir mit dieser Tendenz umgehen in der Branche. Rose petals seem to fall, it's Ich habe die halbe Stunde damit einfach verbracht, Zeitraffer zu drehen, von allen möglichen Winkeln. Und mir fallen immer wieder neue Aufnahmen ein. 2000 years later. Erfolgreicher Tag, Luca, willst du sagen? Oh yes, ich schreibe jetzt gerade noch eine lobende Nachricht an meine Unternehmen. Tag 2 bzw. 1 mit Programm von Sie zu lernen. Ja, ich glaube, ich wrap's up für heute. Dieses Video hat ja eh keine Konstante mehr. Tag 3, I guess. Es ist mittlerweile schon 14 Uhr. Workshops laufen, Filme laufen, alles läuft. Gucken, was die Leute so machen. Pretty much dasselbe wie gestern und vorgestern. Ich war gerade unten in der Exhibition. Vielleicht gehe ich da gleich nochmal hin. Da unten ist es wirklich sehr cool. Coole Ausstellung, Installation, Sachen, die man machen kann. Junge! Hallo, sorry. Es gibt immer dieses eine Opfer, was eigentlich arbeiten muss, aber es nicht tut. It's me! It's me! It is you! It is her! Take a look!
There you go. Jetzt hält's. Good as new. Tomorrow. Es ist Sehsüchtetag. Frag mich nicht. Es ist Samstag, kurz gesagt. Heute gibt es mehrere Highlights. Zum einen ist heute die Preisverleihung. Das heißt, die Gewinnerfilme werden bekannt gegeben. Schaffst du noch zwei Kisten? Und dann ist heute Abend auch noch die große Sehsüchte-Party. Das heißt, dieses Atrium hinter mir, dieser ganze Space hier, das alles wird in weniger als 10 bis 12 Stunden voll sein mit Leuten. Ich habe jetzt die letzten paar Tage nicht so viel gefilmt, weil ich auch sehr beschäftigt war. Heute habe ich irgendwie die meiste Energie, was auch ganz gut ist, weil heute ist viel zu tun. Ich chill jetzt in der Lobby und mache ein bisschen Marketingbüro, weil ich habe keinen Bock mehr da hinten im Raum zu sitzen. Der ist irgendwie einfach nur sad. Mal sehen, was ich heute so alles capture und mitnehme. Vielleicht viel, vielleicht auch nichts. Wir werden sehen. Ich brauch noch einen. Ja, Zucker tut gut. Was ist los? Treibst du? Nix, ich mach Story. Ach du heiliger Bimbam. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. In 20 Minuten ist Preisverleihung. Ich bin eingeteilt in Social Media. Das heißt, ich dachte mir, ich nehme die Gelegenheit, nutze die Gelegenheit und nehme die große Kamera mal mit und filme die Preisverleihung. Ja. Los. Hola. Es gibt keine Banane. Bereit? Das ist ein Apfel. Schieben mir alle schon Panik? Ja. Ich wollte die Showleitung gerade Essen bringen und die Showleitung ist gerade abgehauen. Are we ready? Yes, we're ready. Let's roll. You wanna see? Sound kommt. Sound's da, geil. Das ist wirklich 1:1 das Streaming Zimmer mit Pizza am Start. Wir sind die Future Blogs gewesen. Geil. War schön. Das ja. War krass. Du hättest mal am Freitag abholen. Ich glaube. Da konnte ich nicht. Frederik hat, glaube ich, am Freitag bei uns Fotos gemacht. Und das will ich alles haben. Alles davon. Ich glaube, er macht noch einen Ordner, da kommt dann alles rein. Sehr gut, es war nämlich eine massive Party. Okay, es wird jetzt doch ganz schön voll. Ich glaube, ich verziehe mich nochmal und komme dann einfach wie so ein Larry später. Gar nicht mal, wie viele Filme im Programm laufen. Ich glaube, es sind über 150 oder sowas. 6 Filme habe ich gesehen. Und ja, ich habe die Seite gewechselt, weil hier hat man nicht diese Säule im Weg. Kann man besser filmen. Bist du für den Nebel verantwortlich? Nee, ich nicht gesehen. Ja. Nein, chill. Kommen sie richtig zum Tragen, deine Szene. Ja, hab ich das gut gemacht hier? Ich kann nicht versprechen, was jetzt noch kommt. Vielleicht kommt jetzt absolut der Sof, vielleicht kommt jetzt auch gar nichts. Okay, dann ist es was. Seid ihr noch im Stress? Ja. Was ist los? Weiß nicht, irgendwie fallen einfach noch doofe Aufgaben an. Och man, Luca. Ja, und ich habe das Gefühl, ich will einfach gar keinen Feierabend haben, weil dann ist ja 23 Uhr wieder scheiß Barschicht. Ach, du musst arbeiten noch? Ja, bis 1.30 Uhr. Ich komm zur Bar. Wir hätten jeden Tag nebeln sollen, wirklich. Na. Und sieht die Uni nicht immer so aus? Ja, ich meine, ohne Witz, ich habe drüber nachgedacht, kennst du das, wenn die Stadt ganz viel Weihnachtsdeko hat und dann Januar ist alles weg und du denkst so, Alter, hier sieht so leer aus. Ja. Das Gefühl wird man haben. Ja. Der Wein ist durchgehend für uns kostenlos. Der Wein ist durchgehend für uns kostenlos? Nein. Hast du Handy gefunden? Prost. Ja. Ja, so. Der Sektempfang ist bereit. Es war das Entspannteste, was ich in meinem Leben getan habe, das hier aufzubauen. Prost. Prost.
Okay, hier kommt der Zeitraffer, wie die Gäste rauskommen. Ich werde mich jetzt verpissen und mit Leuten reden. Nothing but love. Der letzte Clip, bevor ich meine Kamera jetzt ins Büro lege. Es ist hier noch nicht mal richtig losgegangen, aber wir werden sehen, was passiert. Sollen wir Sarah noch? Sarah, wie fühlt es sich an? Verrückt. Verrückt? Hallo. Es ist Donnerstag. Nachsehsüchte. Mich wundern, meine Haare sind kürzer und der sieht wieder gewaschen aus. ich habe es nicht geschafft, das Video zu beenden in der Sehsüchtezeit. Ach so. Okay. Also weder am Sonntag noch am Montag konnte ich irgendwas filmen. Ja. Es war einfach zu viel. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Das ist jetzt wieder Return to Uni. Es wird das richtig leer in der Uni aussehen. Ich weiß gar nicht, ob ich bereit dafür bin jetzt. Aber man wird den Flammenabdruck noch sehen. Na, hoffentlich. Da hinten hängen noch unsere Banner. Es ist einfach so leblos auf einmal hier. Ich weiß auch nicht. Ja, ich hatte am Sonntag keine Energie mehr zu filmen, die Luft war einfach raus. Und am Montag hatte ich einen emotionalen Zusammenbruch. Und am Dienstag, ich meine, wir wurden davor gewarnt, oder ich wurde davor gewarnt, dass Sehsüchte einen sehr packen kann. Wir wurden davor gewarnt, dass Sehsüchte sehr packend und sehr viel werden kann. Ja, aber wir wollten es nicht glauben. Ich wollte es auch wirklich nicht glauben. Und jetzt ist es wieder back to diesem Leben vor der Uni, vor Sehsüchte. Und dann bin ich doch auch schon wieder zu Hause. Es fällt mir irgendwie schwer, dieses Video zu beenden. Genauso wie ich immer noch nicht im Kopf einfach realisiert habe, dass Sehsüchte vorbei ist. Und ich meine, das waren Monate und Wochen von Arbeit von so vielen Menschen, die in diesen paar Tagen den Höhepunkt hatte. Es ist einfach komisch, dass das jetzt von heute auf morgen irgendwie vorbei ist. Denn die letzten paar Wochen waren wirklich nochmal intensiv und anstrengend. Bei all der Überschwänglichkeit, die jetzt vielleicht noch so rüberkam, darf man nicht vergessen, da war auch viel Schmerz und viel Anstrengung mit drin und es gab seine Knackpunkte. Das kann man nicht verschweigen, sollte man nicht verschweigen. Aber das ist doch okay. Ich glaube, abschließend kann ich einfach nur sagen, es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Es war wirklich toll. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt in der Zeit. Ich habe tatsächlich auch was gelernt. Ich meine, das war ja auch irgendwie der Sinn der Sache. Viel Liebe ans ganze Team. Ihr seid wirklich tolle Leute, tolle Menschen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Danke auch an alle, die da waren und alle, die drumherum irgendwie was zu tun gehabt haben mit dem Festival. Es war schön. Und ich freue mich auf die Zukunft. Das war die 51. Sehsüchte-Ausgabe 2022. Bis bald.
Ah, Sie haben meine Bestellung erhalten. Hä?